Schönen guten Morgen, liebe Wetzdar-Zuseher. Ich wurde gebeten, heute ein bisschen etwas über den Tagesablauf der Trainer zu erzählen. Und ich kann Ihnen vorweg sagen, dass der Beruf der Galoppertrainer nichts für Langschläfer ist. Der Tag beginnt bei uns schon sehr, sehr früh. Vor allem in den Sommermonaten stehen wir ja fast schon in der Nacht auf. Ich werde oft gefragt, warum wir das machen. Und es ist relativ schnell und einfach erklärt, wir wollen den Pferden und auch den Mitarbeitern die absolute Mittagshitze ersparen. Und ja, es ist für keinen angenehm, bei 30 und mehr Grad Leistung zu erbringen, zu trainieren. Das ist auch für die Pferde natürlich nicht gut. Und dementsprechend wollen wir natürlich dann schon, bevor es so heiß wird, mit dem Training fertig sein und fangen schon früh an. In der Regel haben wir 4, 5 oder 6 Lot. Und das heißt, es ist die Zeit schon sehr getaktet und uns wichtig, dass man sozusagen den Pferden wie auch den Reitern die Mittagshitze erspart. Mein Tag beginnt damit, die Pferde entsprechend zu füttern, die Gesundheit der Pferde zu kontrollieren, das heißt, die Pferdebeine abzutasten, einfach zu schauen, ob irgendwelche kleineren Verletzungen über Nacht entstanden sind, sei es durchs Wälzen oder durchs Niederlegen einfach auch. Wichtig ist zu prüfen, dass die Pferde fieberfrei sind. Gott sei Dank im Galopprennsport, in den Rennställen ist es relativ unüblich, dass wir Koliken haben, aber auch das muss natürlich geprüft sein und geprüft werden, um dem, falls es doch einmal der Fall ist, entsprechend früh entgegenwirken zu können. Wichtig ist natürlich auch dann eine entsprechende Organisation der Lots. Ich habe immer eine Lottafel, mit der ich arbeite. Ich stecke die in der Regel schon am Vorabend. Kann natürlich dann immer noch zu kleinen Veränderungen kommen. Es fällt ein Mitarbeiter aus oder das Pferd kann doch nicht die Arbeit machen, die man ursprünglich vorgehabt hat. Aber im Großen und Ganzen ist die Lottafel unser Leitfaden für den ganzen Tag. Ein Großteil unseres Vormittags ist natürlich geprägt von der Leitung des Trainings, natürlich auch Säuberung der Boxen, Betreuung der Pferde, Verpflegung der Pferde. Das ist natürlich im Laufe des Vormittags unsere Haupttätigkeit. Inzwischen ist es so, dass auch der Bürokratismus einen wesentlichen Anteil im Leben eines Trainers hat, ob es jetzt die Organisation von Transporten ist, ob es die Reiterfrage ist, die sich immer wieder mal stellt, ob es das Ausfüllen einer RCN ist oder einfach auch den Amtstierarzt zu besorgen oder die Tierärzte, Hufschmiede. All das sind natürlich wesentliche Dinge, die wir auch im Laufe des Tages noch verrichten müssen. Wir haben jeden Dienstag für die kommende Woche dann die Nennung in Deutschland der Pferde, Nennungstermin. Es ist immer mittwochs für Sonntag die Vorstarterangabe und Donnerstag dann die Starterangabe jeweils für die Sonntagsrenntage. Wir haben natürlich auch die steuerlichen Dinge zu erledigen, buchhalterischen Dinge. Das sind alles Dinge, die also auch auf uns Trainer natürlich zukommen, die auch einen gewissen Anteil der Zeit vereinnahmen. Ja, und zum Mittag geht es dann weiter mit Mittagfutter natürlich und letztlich auch dann natürlich muss man sagen, dass die Besitzer ja viel Geld für ihre Pferde investieren. Und dementsprechend wollen die auch informiert werden über die Entwicklung ihrer Pferde, was sie gearbeitet haben, wie sie gearbeitet haben, wie es ihnen geht, generell natürlich. Und ein wesentlicher Faktor unserer Tätigkeit ist natürlich auch Management, das heißt, die richtigen Rennen auszuwählen. Und da ist es ja so inzwischen, dass die Besitzer auch viel Mitspracherecht haben und sehr häufig auch selber entscheiden, klarerweise. Das ist natürlich auch noch ein wesentlicher Bestandteil unseres Jobs. Nachmittag geht es dann weiter nochmal mit Nachmittagsstall, mit Fütterung, nochmal den Säuberungen des Stalls, der Boxen entsprechend, Betreuung der Pferde im Großen und Ganzen, auch nochmal Kontrolle, wie geht es ihnen, ist alles gut, haben sie die Arbeiten gut verkraftet, haben sie gut gefressen und ja, jeder, der Trainer ist oder den Trainerberuf richtig einschätzt, der weiß, dass es ja mit dem Abschließen des Stalls noch nicht ganz
fertig ist, sondern dass es ja dann im Kopf immer noch ein bisschen weiterarbeitet und man dann ja immer noch sich Gedanken macht, was kann man anders machen, was kann man besser machen und wo kann man nennen, wo kann man ein passendes Rennen finden eventuell, wie kann man alles besser organisieren und Abläufe vielleicht verbessern. Das ist einfach in dem Beruf so. Das wissen wir alle und ja, trotzdem machen wir es ja mit großer Freude und Akribie und ich hoffe, dass ich Ihnen so ein bisschen einen Einblick geben konnte und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss.